Was geht, Leute? Mein Name ist Leberwurst Gamer und wir spielen heute mal eine Runde, beziehungsweise wir sehen jetzt ein Let's Play Forge of Empires. Okay, ich bin Ragu, Silvertong oder Tongul. Euer Berater, fangt mit dieser bescheidenen Stadt an und schmiedet daraus das Imperium eurer Träume. Okay, Baumenü, Hütte. Okay. Gut gemacht. Die Hütte hat Bevölkerung der Stadt erhöht. Das wiederum erlaubt euch, weitere Gebäude zu errichten. Hier könnt ihr die Bevölkerung der Stadt im Überblick behalten. Münzen. Ausgezeichnet. Die Münzen wurden zu eurem Vorrat hinzugefügt. Vorräte sind die andere wichtige Ressource. Sie werden in Produktionsstätten erzeugt. Lasst uns eine errichten. Jagdlager. Okay. Ich habe euch vorgestellt, dass wir mein Let's Play machen als kleiner YouTuber. Let's Play Forge of Empires. Wie dumm von mir. Ihr müsst Gebäude immer an Wegen anschließen, der zum Rathaus führt. Sonst werden sie nicht fertig gebaut und produzieren nichts. Wir sollten das Jagdlager durch Gedrücktheit verlegen. Ah, cool. Okay. Lol. Wunderbar. Tappt das Jagdlager und produziert eine Trophäe. Diese Produktion gibt euch 7 Vorräte. Die Vorräte werden bald fertig sein. Sammelt und produziert viele Vorräte, um eure Stadt voranzubringen. Für die Forschung braucht ihr Forge-Punkte. Hier könnt ihr sie im Überblick behalten. Pfahlbauten. Ah, neue Gebäude. Und neue Gebäude bringen wahrscheinlich... Ja, geht auch ein bisschen leiser. Bringt dann wahrscheinlich... Ein bisschen leiser hier. Wahrscheinlich auch etwas mehr, Dings. Und neues Rathaus. Komm, okay, nicht schlecht. Ist mir scheißegal, ich will weiter forschen. Oh. Okay, die Zufriedenheit eurer Bevölkerung ist wichtig. Eine unglückliche Stadt wird nicht im Rahmen ihrer vollen Möglichkeiten produzieren. Baut eine Dekoration, um die Zufriedenheit zu steigern. Denk mal, okay. Habe ich es gewonnen? Wunderbar, es lohnt sich mehr, als die erforderliche Zufriedenheit zu liefern. Eure Stadt produziert dann noch mehr. Schaut her, ihr könnt... Hier könnt ihr sehen, wie glücklich eure Leute sind. Hier kannst du alle aktuellen Quests sehen. Schließe sie ab, um Belohnung zu erhalten. Beginnen wir deine erste Quest und bauen einen Pfahlbau. Ah ja. Akku 12%, okay. Ah ja, Pfahlbau. Das ist ein neues Gebäude. Es sieht aber cool aus. Hat mir das jetzt mehr gebracht, oder... Sammeln. Kann ich das verschieben hier? Da drüben ist besser. Okay. Langhaus. Okay. Ja, muss ich natürlich keine jemanden ausgeben wollen. Würde. Ich baue ein Haus und die sind unzufrieden. Digga, ich bin durch Bevölkerung. Guck mal, live. Hier, baut nochmal. Wähle einen Namen im Porträt. Leberwurst Gamer. Wie sehe ich denn aus? Leute, ich sehe in Real Life sehe ich eigentlich so aus. Spaß, ich bin ein Imperator. Was ist das bitte? Spaß. Ich bin... Leute, wer bin ich? Ich will nicht so komischer Fuzzi sein. Ich
bestimmt irgendwas Altertümliches, wisst ihr? Hier so ein Assassino oder so. Oder Magier, oder ein Imperator. Ich bin einfach der hier. Bist du von jemand anderem verwendet? Okay, Leberwurst. Unterstrich Gamer. Leberwurst, Leerzeichen, Gamer. Wow. Speere erforschen. Okay. Speere. Fortpunkte. Okay. Okay. Ach, ich bin müde. Naja, scheiß drauf. Zur Stadt. Einsammeln. Okay. Ich werde erstmal was machen, okay? Also ich werde jetzt erstmal mir etwas Land kaufen. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Okay. Gut, dann ich will nämlich die Häuser geordnet dahin stellen. Das stelle ich dann dahin. Das stelle ich dann dahin. Das sind dann hier diese kleine Siedlung ist, Wohnsiedlung. Und der muss dann. Das ist ja doof, dann kann ich hier nichts mehr hin, wenn kein Weg ist. Wo doch, wartet mal. So, da stelle ich dann eins darüber. Das kommt da und das kommt da. Chillt doch mal, jetzt bettelt mal nicht nach Weg. So, dann kann ich hier einen Weg nehmen. So. Das baue ich dann bis hierhin, hinter. Dann müsste ich hier einen Weg haben, ja. Das dürfen wir nicht mehr rummotzen. Gut, jetzt hier die Da. Militär. Ja, das Militär. Wo steht das Militär hin? Was gibt's denn hier noch so? Nutztiere. 200 ist scheiß drauf, solange es mir mehr Sachen gibt. Dann packe ich das hier hinten hin. Das muss dann noch mit einem Weg verbunden werden. So. Da stelle ich dann dahin. Das stelle ich dann dahin erstmal, dann stelle ich das dahin, den Weg, den stelle ich dahin, den Baum dahin, dann stelle ich nämlich Produktionssachen hier hinten hin, das kannst du mir geben, oder auch nicht, gut, was soll ich hier so ein bisschen geordnet haben. Dann kann ich nämlich das hier nehmen. Da kann ich nämlich die Kaserne hier hinschieben.
und das stelle ich dann dahin. Und den Baum stelle ich noch hier hin. Das wird dann hier hinten so der kleine gemütliche Schönheitspark. Komm schon, da. So. Scheiß drauf. Das ist schon klein und süß, oder nicht? Machen die da? Machen die Liebe? Ja, so sieht Liebe machen aus, definitiv. Theater. Cool. Kann ich damit irgendwas machen? Permanenter Effekt. Achso. Ja gut, dann stelle ich das mal lieber hier drüben hin. Theater. Und dann einen Weg. Das sieht doch schön aus. Ja, Leute, so, das war's dann erstmal wieder. Ich glaube, das reicht erstmal für den ersten Part Forge of Empires. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und Glocke aktivieren und lasst auch ein Like da. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder ihr noch andere Vorschläge für ein Spiel habt, dann schreibt einfach in die Kommentare. Und ja, das war's fürs Video und ciao.